Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harolds. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Thank you.
Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Ich weiß, du hörst mich, du widerspenstiges Kind. Benutz die Bettpfanne und lass jetzt das elende Kaninchen los. Alice war viel allein, ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein.
ist zeitbesessen. Finde ihn, oder deine Zeit könnte kommen. Thank you.
Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf.